einen Scheiß. Alexander Holt ahnt noch nicht, wie verzweifelt der Jugendliche ist. Er geht davon aus, dass Patrick seine Lektion gelernt hat und im Krankenhaus seine Sozialstunden ableistet. Denn wenn der Teenager das nicht tut, muss er in den Jugendvollzug. Entschuldigen Sie, ja, ich bin auf der Suche nach Patrick Keil. Er sollte heute hier seine ersten sozialen Arbeitsstunden ableisten. Ja, das tut mir leid. Sein Vater habe ich heute schon gesehen. Patrick Keil ist bisher noch nicht da gewesen. Sind Sie der juristische Beistand, der ihm gestern geholfen hat? Genau, Alexander Holt. Kennen Sie Patrick denn? Ich bin ein Freund der Familie, aber mehr kann ich leider auch dazu nicht sagen. Wie gesagt, Patrick ist bis heute noch nicht hier aufgetaucht. Das ist schlecht für ihn. Rufen Sie doch seinen Vater an, Dr. Keil. Das ist eine gute Idee. Haben Sie vielleicht zufällig seine Telefonnummer zu haben? Habe ich im Kopf, wenn ich darf. Im Kopf? Dann sind Sie ja wohl ein besserer Freund der Familie. Wer merkt sich heute schon noch Telefonnummern? Ja, ich arbeite mit ihm zusammen. Das schweißt zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes. Keil? Guten Tag, Alexander Holt ist hier. Ich bin im Klinikum und suche gerade den Patrick. Wir suchen ihn auch. Er ist gestern Abend nach einem Streit aus dem Haus verschwunden und ist nicht wiedergekommen. Ja, dann ist allerdings kein Wunder, dass er hier in der Klinik auch nicht aufgetaucht ist. In der Schule war er auch nicht. Das ist allerdings überhaupt nicht gut. Das wird vor allem dem Staatsanwalt überhaupt nicht gefallen. Wir sollten den Patrick schleunigst finden und zur Vernunft bringen, denn sonst muss er wirklich mit härteren Strafen rechnen. Also, wir rufen jetzt all seine Mitschüler an. Gut, dann mache ich mich auch mal auf die Suche. Wiederhören. Okay. Für den Fall, dass er sich doch noch irgendwie hier meldet, da ist meine Nummer drauf. Mhm. Ja, gerne. Danke Ihnen. Gerne. Tschüss. Alexander Holt sucht Patrick als erstes im Jugendzentrum. Dort wird der Zeuge, wie drei Jugendliche den Freund von Patrick angreifen. Und der wehrt sich. Hey, was soll der Scheiß? Geht's noch? Ey, nimm die Waffe runter! Sofort, die Waffe runter! Die Waffe! Die Waffe, aber ganz schnell, gib mir die Waffe! Sonst ruf ich die Polizei und dann steckst du ganz böse in Schwierigkeiten. Das ist doch nur eine Schreckschusspistole. Das ist trotzdem kein Spielzeug. Und nachdem du keine 18 bist, darfst du sowas überhaupt nicht besitzen. Genauso wenig wie Patrick. Wenn du die hier dabei hast, dann machst du dich strafbar wegen führender Schusswaffe. Also jetzt. Okay, okay. Ich will keinen Ärger mit der Bullerei. Wo habt denn die überhaupt alle her? Es gibt da so einen Laden, da kriegt man die auch ohne Ausweis. Und wofür wollt ihr sowas? Ja, haben Sie es doch gesehen? Wenn man sich wehren will gegen solche miesen Typen, wenn die einen in die Zange nehmen, da muss man sich doch wehren können. Aber auch mit einer Schreckschusspistole kann man jemanden richtig böse verletzen, ist das eigentlich klar? Na gut, wo ist Patrick? Keine Ahnung. Der hat scheinbar ein größeres Problem mit seinem Vater. Hat er irgendwas davon erzählt? Nee, über seinen Alten zu reden war in letzter Zeit praktisch verboten. So schlimm? Ja, so wie er letztens abgegangen ist, da würde es mich nicht mal wundern, wenn... Wenn was? Jetzt mal raus mit der Sprache. Sonst führen wir unser Gespräch auf der Wache weiter. Und wenn du wirklich Patricks Freund bist, dann hilfst du mir jetzt, ihn vor einer großen Dummheit zu bewahren. Eine Dummheit, wegen der er auch ins Gefängnis wandern kann. Ja, der hat letztens mal gemeint, dass er sich eine echte Wumme besorgt und damit jemanden zeigt. Und es würde mich echt nicht wundern, wenn er damit seinen Vater gemeint hat. Und gestern hatte er Streit mit seinem Vater. Sag mal, der Laden, von dem du gerade eben gesprochen hast. Meinst du, da könnte Patrick auch eine scharfe Waffe bekommen? Mit dem nötigen Kleingeld geht da wahrscheinlich alles. Wir dürfen keine Zeit verlieren, ihm zu helfen. Hast du mal dein Handy? Doch Patrick sucht nicht nach Hilfe. Er ist bereits dabei, die nächste Dummheit zu begehen.
Ah, ja, geht doch. Basti? Hallo Patrick. Nein, hier ist nicht Basti. Ich rufe noch von seinem Handy aus an. Jetzt leg bitte nicht auf. Was wollen Sie? Ich will gemeinsam mit dir eine Lösung finden. Ich will dir helfen. Können Sie zaubern oder was? Nein, ich kann natürlich nicht zaubern, aber ich kann wirklich mit dir gemeinsam eine Lösung finden. Hör mal her, du steckst sowieso schon bis über beide Ohren in Schwierigkeiten. Und das wird nicht besser, wenn du davon läufst oder dich zudröhnst. Und es war auch keine richtig gute Idee, heute die Schule zu schwänzen und deine Arbeitsstunden. Das ist doch eh alles für den Arsch. Jetzt lass uns doch in Ruhe über alles reden. Ich verspreche dir, wir finden einen Weg für dich. Vertrau mir. In einer halben Stunde an der Halfpipe. Schaffst du das? Ja. Okay, dann bis gleich. Patrick, was machst du denn hier? Ah, hast du schon gefunden. Komm, her damit. Das ist kein Selbstbedienungsladen hier. Komm, ich werde jetzt die Polizei rufen. Und zwar in deinem eigenen Interesse. Ach ja? Ja. Wenn du dich für mich interessieren willst, dann hättest du deine Pfoten von meinem Vater gelassen. Wie bitte? Ach, jetzt tu doch nicht so. Du warst doch derjenige, der ihn zu einem Schwulen gemacht hat. Du warst derjenige, der unsere Familie zerstört hat. Das wirst du bereuen. Ich schwör's dir, das wirst du bereuen. Gut eine halbe Stunde habe ich jetzt auf Patrick an der Halfpipe gewartet und er ist nicht gekommen. Und an sein Handy geht er auch nicht. So langsam habe ich richtig Angst, dass er sich oder anderen was antut. Jetzt hoffe ich, dass er vielleicht bei sich zu Hause hier ist. Holt, guten Tag. Hallo Frau Kai, ist Patrick da? Nein, aber bitte kommen Sie doch rein. Aber warum kommt er denn nicht, wenn er sagt, dass er kommt? Das konnte ich ihn bisher nicht fragen. Sein Handy ist ausgeschaltet. Vielleicht ist er das ja. Holt? Herr Dr. Bader, was gibt's? Haben Sie Patrick gesehen? Oh. Ja, dann ist kein Wunder, dass er sich nicht meldet. Macht die Sache nicht einfacher, aber trotzdem danke für die Info. Was hat er denn gesagt? Er hat den Patrick erwischt. Im Krankenhaus beim Zichnin-Diebstahl. Wir hatten ihn angezeigt. Das kann er doch nicht machen. Entschuldigung, ich fürchte, da hatte er gar keine andere Wahl. Aber er weiß doch, was er damit anrichtet. Will er denn hier alles kaputt machen? Was meinst du jetzt damit? Gar nichts. Jetzt sag halt! Lass mich in Ruhe. Frau Kai, was ist los? Patrick hat hinter dem Krankenhaus zusammen mit seinen Kumpels eine große Menge des geklauten Zichnins geschluckt. Die drei haben sich nicht mehr unter Kontrolle. Vor allem Patrick kennt kein Halten mehr. Denkt ihr, der hat was dagegen, wenn wir ein bisschen helfen? Hey, Oppi! Hast du mich vielleicht gerade angerannt, Bill? Kann das sein? Was glaubst du, wer du bist, Mann? Hau ab! Okay? Ich schwör's, dass ich stehe auf das Zeug, Mann. Heute hau ich mich damit mal so richtig weg. Was willst du, Scheißteil, eigentlich da? Weißt du, wie ich es hasse, wenn mir Dinge im Weg stehen? Und wenn sie dann auch noch so hässlich aussehen und stinken wie du? Scheißteil! Was macht Dr. Bader hier kaputt? Jetzt hören Sie mal, Ihr Sohn ist jetzt wieder im Besitz eines aufputschenden Mittels, das seine Grundstimmung verstärkt. Und ist gerade alles andere als positiv. Außerdem hat mir einer seiner Freunde verraten, dass er mit dem Gedanken spielt,
sich eine echte Schusswaffe zu besorgen, damit das einer bestimmten Person mal so richtig zeigen kann. Ist Dr. Bader diese bestimmte Person? Und wenn ja, warum? Jetzt hören Sie mir mal zu. Wenn Sie verhindern wollen, dass Ihr Sohn die vielleicht größte Dummheit seines Lebens macht, dann reden Sie jetzt. Thomas und Mike haben eine Affäre. Ja, mein Mann ist schwul. Und unsere Ehe gibt es nur noch auf dem Papier. Das muss Patrick irgendwie mitgekriegt haben. Und jetzt macht er den Dr. Bader für die Homosexualität ihres Mannes verantwortlich. Oh Gott. Und er hat Patrick jetzt auch noch angezeigt. Ja, was die Sache wahrscheinlich nicht besser gemacht hat. Ich rufe ihn mal an, den Herrn Dr. Bader. Mist. Der geht nicht dran. Ich fahre direkt mal ins Krankenhaus. Der Herr Dr. Bader muss wissen, dass er in Gefahr ist. Ja, ich komme mit. Mike Bader ist auf seinem Heimweg. Gerade als er den verpassten Anruf entdeckt und zurückrufen will, trifft er auf Patrick und seine Freunde. Noch ahnt er nicht, dass er in Gefahr ist. Endstation, du Schwuchtel. Patrick. Ja, so schnell sieht man sich wieder. Mann, du bist bis in das Dach mit Zichnin vollgepumpt. Hast du eine Ahnung davon, was du für einen beschissenen Eindruck machst? Du siehst auch nicht viel besser aus, wenn ich mit dir fertig bin. Ach ja, das ist ja prima. Weißt du was, ich glaube, ich nehme das Ganze mal auf. Dann kannst du mal mit eigenen Augen sehen, was das Scheißzeug aus dir macht. Mach die Kamera aus! Mach ich nicht, Mensch. Du glaubst mir doch eh nicht, wenn du es nicht selber gesehen hast. Und ich denke, die Polizei wird es ebenfalls interessieren. Ich hab gesagt, du sollst die Kamera ausschalten. Nee, sorry, aber da musst du jetzt durch. Ach ja? Ja. Glaub ich nicht. Thomas! Hallo, Süßen, wo ist doch der Bade? Keine Ahnung, ich nehme an zu Hause. Der hat vor einer Dreiviertelstunde Feierabend gemacht. Weißt du, es kann sein, dass er in großer Gefahr ist. Weißt du, wieso? Patrick hat einem Freund gegenüber angekündigt, dass er sich eine scharfe Waffe besorgen will, um eine bestimmte Person anzugreifen. Und wir befürchten, dass er damit Herrn Dr. Bader meint. Weil er ihm die Schuld gibt? Der... Sie wissen Bescheid, oder? Ja. Claudia hat uns gerade von eurer Affäre erzählt. Und Patrick muss das irgendwie mitbekommen haben. Und zu erfahren, dass sein Vater schwul ist, das überfordert ihn total. Ja, das war ein Riesenfehler, ihm das nicht zu erzählen. Wir hätten das nicht versuchen sollen. Ja, dafür ist ja noch nicht zu spät. Moment mal. Entschuldigung. Ja, Kyle. Was? Nein, das war der Notarzt. Mike wird gerade mit dem Rettungswagen gebracht. Der ist im Park zusammengeschlagen worden. Warten Sie! Warten. Mike, oh mein Gott. Wie geht's dir? Wie ist das passiert? Wer hat das getan, Mensch? Was machst du? Was denn? Das ist alles drauf. Was ist da alles drauf? Ich verstehe. Er hat irgendwas gefilmt oder fotografiert. Reg dich nicht auf, pass auf. Wir schauen es uns an, ja? Ich bin gleich bei dir. Bringen Sie bitte weg, ja? Ich komme gleich. Ich hab gesagt, du sollst die Kamera abschalten. Nee, sorry, da musst du jetzt durch. Ach ja, ja. Glaub ich nicht. Gott, Patrick hat ihm das angetan. Wenn ich doch nur mit ihm geredet hätte. Ich sag nur Zichnin. Das hat dafür gesorgt, dass er sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Ja. Und was wird jetzt? Sie kümmern sich um Herrn Dr. Bader und wir suchen Patrick. Ja, in dem Zustand ist eine Gefahr für sich und andere. Der muss auf dem schnellsten Wege auf den Verkehr gezogen werden. Dann informieren wir auch die Polizei, oder? Na klar, wir nehmen jede Hilfe, die wir bekommen. Okay. Als die Wirkung der Droge langsam nachlässt, wird Patrick plötzlich klar, was er getan hat. Er ist von sich selbst geschockt. So weit ist er noch nie gegangen.
mich nicht in Ruhe lasst, dann knall ich euch alle ab. Verstanden? Patrick! Lass mich einfach in Ruhe! Mach die Tür auf! Mach ich nicht, Mensch. Du glaubst mir doch eh nicht, wenn du es nicht selber gesehen hast. Und ich denke, die Polizei wird es ebenfalls interessieren. Ich hab gesagt, du sollst die Kamera ausschalten! Nee, sorry, aber da muss ich jetzt durch. Ach ja? Ja. Glaub ich nicht. Weißt du, wie ich es hasse, wenn mir Dinge im Weg stehen? Und wenn sie dann auch noch so hässlich aussehen und stinken wie du? Scheißteil! Dass wir Patrick im Park und hier in der Umgebung nicht finden, war ja eigentlich fast klar. Ja, das stimmt. Ich hätte mich an seiner Stelle auch nicht mehr hergetraut. Besuchen wir als nächstes? Jugendzentrum. Vielleicht reagiert er sich da gerade irgendwo in der Halfpipe ab. Moment. Holt? Ja, ich bin's. Patrick? Ja, ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Wo bist du? Ich bin gerade Sonnenmeier-Ecke Lickertstraße. Rühr dich nicht vom Fleck. Wir sind in 5 Minuten bei dir. Komm. Sorgen gemacht. Ich habe den Bader zusammengeschlagen. Ich habe einfach nur noch rot gesehen. Also, Dr. Bader hat zum Glück keine schweren Verletzungen. Echt? Ich dachte schon, so wie er da gelegen hat. Ja, du hast ihn ordentlich zugerichtet, aber in der Klinik ist er im besten Händen. Gott sei Dank. Hör mal, du wirst diesmal sicherlich nicht bei mir landen. Aber auch wenn ich noch mal als Jugendrichter gegen dich verhandeln würde, dieses Mal müsstest du dich schon mit härteren Strafen anfreuen. Das hätte ich jetzt aber dann auch verdient. Alexander Holt bringt Patrick nun zur Polizei. Er muss sich selbst anzeigen und wird in einem neuen Verfahren wieder vor einem Jugendrichter landen. Der 17-Jährige muss sich wegen Diebstahls, Körperverletzung an Mike Bader und unerlaubten Waffenbesitzes verantworten. Denn obwohl es keine scharfe Waffe war, ist es auch strafbar, eine Schreckschusspistole mit sich zu führen. Außerdem wird Alexander Holt dafür sorgen, dass Patrick eine Drogentherapie macht. Susanne, magst du Kaffee? Ja, gerne. Danke. Patrick? Ja, gerne. Und, hast du schon was gelernt? Ja. Ich geh schon. Dein Wetter ist im Anmarsch, Patrick. Hallo, Herr Holt. Hallo. Schön, dass Sie uns besuchen kommen. Ja, gern. Wie hätte ich denn der Einladung zu selbstgebackenem Käsekuchen widerstehen? Hallo, Frau Keil. Freut mich, hallo. Hallo, Patte. Hallo, Herr Holt. Störe ich bei den Hausaufgaben? Ach. Nein, dabei lasse ich mich gern stören. Aber nicht, dass mir dann Klagen kommen, ne? Nein, inzwischen kann ich das richtig gut. Ja, dann ist ja gut. Bitte setzen Sie sich doch. Ihr grüner Tee, der zieht schon. Danke. Das alles hier, Patrick. Du wirst es nicht so schnell wieder aufs Spiel setzen, oder? Nein, nie im Leben. Ich bin so froh, dass ich nur das Antiaggressionstraining und die Drogentherapie machen muss und nicht ins Jugendarrest gekommen bin. Ihr wollt mich ja wirklich einsperren. Ich hoffe, du hast den Denkzettel jetzt mal wirklich verstanden. Bei der nächsten Verfehlung wird es dann wirklich eng für dich. Ja, ist gespeichert, aber sowas von. Dann ist gut. Wie geht's denn Ihrem Mann? Gut. Wir haben die Scheidung eingereicht. Thomas wohnt jetzt bei Mike. Er kann uns aber natürlich jederzeit besuchen kommen. Ja, er kann auch mit Mike zusammen hierher kommen. Solange Sie sich benehmen. Das werden Sie. Ganz sicher. Hm? Herr Holt, wir sind Ihnen so dankbar. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn Sie nicht da gewesen wären. Wir werden Ihnen das nie vergessen. Also, wenn Ihr Käsekuchen nur halbwegs so gut schmeckt, wie er duftet, dann sind wir schon quitt. Na dann, darf ich.
Ich habe zu Patrick gesagt, beim nächsten Mal wird's eng für ihn. Ich wollte dabei nur nicht unnötigerweise oberlehrerhaft wirken. In Wahrheit war es dieses Mal schon richtig eng für ihn. Gefährliche Körperverletzung, Waffengesetz, Diebstahl von Betäubungsmitteln, nachdem er schon vorbelastet war, hätte da durchaus ein Arrest herauskommen können. Aber es ist richtig so, denn er braucht jetzt keine harte Hand, er braucht Hilfe. Zum einen muss er lernen, mit seinen Aggressionen richtig umzugehen und zum anderen braucht er diese ambulante Drogentherapie. Ambulant deshalb, weil es nicht darum geht, seinen Körper zu entgiften, es geht darum, dass er lernt, was es bedeutet, wenn man versucht, Problemen mit Drogen zu begegnen. Drogen lösen keine Probleme. Mit Drogen bekommen Probleme Nachwuchs, und zwar Nachwuchs, der einem leider schnell über den Kopf wächst. Aber ich habe überhaupt keinen Grund, jetzt doch noch oberlehrerhaft zu wirken hier. Denn es gibt Suchtmittel, für die ich durchaus auch anfällig bin. Bei einem Käsekuchen wie dem von Frau Kai zum Beispiel bin ich akut suchtgefährdet.